So, Jungs und Mädchen der Schöpfung, wiederholen ist jetzt angesagt. Wir wiederholen die Mission, die wir vorhin nicht beenden konnten, aus irgendwelchen Gründen. Entweder, weil ich da jemanden tatsächlich übersehen habe, das glaube ich aber weniger, weil ich da echt mit Nachtsichtbrille alles abgegrast habe. Ich denke mal, das war einfach irgendwie ein Bug, dass sie da die Geisel nicht gecheckt hat. Schalldämpfer. Ups. Ah, und jetzt weiß ich ja auch schon. Da oben geht's raus. Das weiß ich. Geöffnet. Springen. Nachtsichtbrille. Ducken. Nein, 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 nein. Wenn dann die Schalldämpfer. Und ducken. So. Gucken, ob ich dem Typen hier, ob ich den mal besser sehen kann. So, der kriegt jetzt einen Headshot von mir. Das machen wir aber authentisch. Im wirklich Dunkeln. Dich kriegen wir auch noch, oder, Opa? Haben wir den? Nein, haben wir nicht. Ich glaube, wir sind raus. Ja, wir sind raus. Das war's. Mal wieder die Nachtsichtbrille aktivieren und den Schalldämpfer könnten wir eigentlich jetzt auch abnehmen, aber ich spiele mal weiter mit der Waffe. Oder ich nehme doch eine andere, ich nehme die Raptor. Puh, hier habe ich eben gerade einen gesehen. Da schleicht er rum. So, die haben wir schon mal. Jetzt geht's wieder hier durch unseren Tunneleingang. Jetzt gehe ich wieder auf die Schalldämpfer, auf die Wolfram. So. Die erste Geisel ist gerettet. Und die andere Geisel. Können wir die auch retten? Bitte. Ich möchte es doch so gern. Deswegen bin ich doch hier. Die ist hier längs gelaufen. Oder sollte hier längs laufen. Brille auf, ich sehe nichts. So. Das ist schon angenehmer, die Feinde auf diese Art zu töten. Mit dieser Brille, weil man hat echt die Chance, was zu sehen. Anderweitig wäre es auch wirklich schwierig geworden. Die haben mich ja eh schon entdeckt, warum nicht gleich die Magnum? Dann kann ich auch gleich richtig Radouts machen hier, also... Dann brauche ich mich hier nicht verstecken. Ich sehe euch, Leute. Strengt euch mehr an. Okay, er sieht mich auch. Mit seinem Präzisionsgewehr. Das war's gleich. Jetzt bräuchte ich wieder eine Schutzweste. Hatten wir nicht vorhin noch eine gekriegt? Jetzt wird's wieder knapp mit dem Leben. Okay, jetzt ist Cooldown angesagt. Vielleicht ein bisschen wieder umschalten auf leise sein. Von wo? Schieß, 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 nicht nachladen. Und dranhängeln. Jetzt nicht sterben. Das Ding funkt nicht. Das Ding funkt. Was? Ich war doch weiter... Leute, ich war doch weit genug weg von dem Teil.
So ein Mist aber auch. Wieder nicht geschafft. Das, wonach Sie suchen. Ich kenne mittlerweile die Kniffe und Tricks hier. Das habe ich jetzt schon so oft gemacht. Es tut mir leid, wir müssen es nochmal machen. Es ist halt so. Das ist schon so lange her. Ich habe jetzt keine Ahnung, woran wir das letzte Mal gescheitert sind. Und jetzt sind wir halt wirklich gestorben. Wo ging es jetzt längs? Hallo? Nachtsicht? Nachtsicht? Danke. So, da geht's weiter hoch. Die Steuerung. An der Leiter kann ich also keine Brille abnehmen. So, dann versuche ich jetzt mal wirklich, mich hier längs zu schleichen. Wieder schön mit unserer Wolfram. Zack, zack, zack. Schalldämpfer rauf. Du kriegst einen direkt auf die Omme jetzt gleich hier vorne. Der hat geschrien. Und den habe ich zu lange zappeln lassen. Und da sind noch irgendwie Leute, aber ich sehe jetzt im Moment eh keinen. Dafür ist es hier viel zu dunkel. Aber jetzt haben wir die Chance nochmal hier was gut zu machen. So, dich holen wir auch. Keine Sorge. Baum oder nicht Baum? Das ist hier die Frage. Gong. Brille absetzen. Hallo, absetzen. Sonst ist sie gleich, der hat nur eine bestimmte Kapazität. Und die wollen wir ja nicht überlasten, ne? So. Und rein ins Getummel. Schutzweste nehme ich noch nicht. Schalte lieber dich aus und dich auch. Mit dem letzten Schuss, das war nicht wirklich schlau. So, Geisel gerettet. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Dich habe ich schon mehrmals gerettet, ob du es glaubst oder nicht. Aber du hast noch eine Kollegin und die tut sich schwer. Die möchte nicht gerettet werden. Zumindest macht es niemand den Anschein. Okay, wir schalten um auf die Magnum. Na, wieder übersprungen. Magnum, da bist du, Raptor. Shit, ich komme da an den Typen nicht ran. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich komme an den Typen nicht ran. Das wird wieder eng. Ah, shit. Jetzt wird auch noch die Nachtsicht auf. Ich werde verrückt. Auf Wiedersehen. Komm schon. Erstmal in Deckung gehen. Jetzt komm, 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 komm. Oh. Hole ich mir Schutzweste? Ja, ich habe ja eine noch hinterlegt. So, komm her, gib mir die Schutzweste. Ah, ich höre schon wieder Japsen hier rumlaufen. Unglaublich. Wenn ihr hier reinkommt, Leute, ich schaff's so nicht. Was soll ich denn machen? So, du da hinten bist der Erste. Dich will ich als Erstes weghaben. Aber ich krieg's nicht hin. Ich werde eher angeschossen. Das macht keinen Sinn. So, der ist weg. Wie jetzt? Die ganze Panzer ist schon wieder weg. Oh, habe ich nicht was Härteres hier? Sturm, das sieht doch gut aus. Sag mal, Leute, seid ihr kugelsicher oder was ist los mit euch? Oh nein, hock hier nicht so rum. Ja, Yatsua, Yatsua, ich hab's ja verstanden, Mann. Ist hier irgendwas Tolles oder warum ist hier dieser große Stein? Es sind überall große Steine, aber ich dachte immer, also ich denke meistens, dass denn hier auch irgendwas versteckt wird, damit sich das lohnt, hier hinter rumzusuchen. Aber das sieht im Moment nicht so aus. Ein Yappi weiß ich noch. Und zwar, wenn ich hier diese Lampen gleich zerschieße. Dann keucht er immer aus seinem Versteck raus. Da ist er schon. Wow. Verdammt, die sind stark. So, und jetzt diese blöden Lampen. Lasst mich bloß in Ruhe mit diesen Lampen. Ich weiß nicht, woran es das letzte Mal lag. Nein! Zurück! Zurück! Sag mal, ist der doof oder was? Jetzt geh rüber. Stopp, 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 stopp. Man darf echt nicht nah rangehen. Sonst kriegst du sofort eine gewischt. Das reicht schon, wenn du in der Nähe bist. So.
Oh Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die das wieder nicht schaffen. Ja. Nichts los, würde ich sagen. Ja, also das scheint wohl irgendwie ein Bug zu sein. Vielleicht muss man die Mission ganz neu starten und nochmal von vorne spielen. Ich weiß es nicht. Das ist doch schade, oder? Wir sind doch schon jetzt so weit gekommen. Das wäre doch wirklich schade, wenn wir jetzt nochmal alles von vorne spielen müssen, weil ihr wisst es selber oder ihr seht es selber. Hier ist die Luft jetzt rein. Ich kann hier rumlaufen, wie ich will. Keiner schießt mich an. Ich höre keine Schreie mehr hier von irgendwelchen wild gewordenen Asiaten oder Chinesen oder was auch immer. Hier ist keiner mehr. Das war's. Und ich habe nur einige gerettet. Doch! Von wegen. Von wegen. Okay, jetzt wird's interessant. Präzisionsgewehr. Ich gehe auf Präzision. Boah, ich glaube, der ist hier vorne. Der ist wirklich hier vorne. Gib mir die Pumpe. Gib mir die Pumpe. Raptor, Magnum, los. Nicht die Sturm. Ja, die will ich haben. Und auch nachladen will ich die. Ja, ich weiß, dass du da bist. So, der ist weg. Angespannt bin ich, Leute. Angespannt bin ich. Ich habe einfach kein Leben mehr. Ich habe einfach kein Leben mehr. Hier ist alles im Reinen. Oh, bitte, bitte, bitte steh jetzt auf. Bitte steh jetzt auf. Ah, nicht du, du stehst schon. Du, steh einfach auf jetzt. Scheiße. Dreck, 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 Dreck. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen mag. Ich würde sagen, ich unterbreche jetzt mal und beende die Aufnahme und werde mich dann im Internet belesen, ob das ein Bug ist oder ob ich einfach nur zu blöd bin. Denn für mich ist das Ganze jetzt hier ausgereizt und ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter. Entschuldigt also die Unterbrechung. Das war's sozusagen für diese Folge. Jetzt muss ich schauen, ob ich da im Internet was finde, wie ich diese zweite Geisel befreien kann. Ansonsten macht es ganz ja keinen Sinn, hier noch weitere Folgen rumzulaufen oder die Mission nochmal neu zu starten, wenn man dann am Ende genau an diesem Punkt wieder stehen bleibt oder hängen bleibt. Das ist ja nicht im Sinne dieses Spiels. Von daher werde ich das jetzt hier unterbrechen und schauen, ob ich dazu was finde. Dann bis zur nächsten Folge.